Wir sehen uns bei Ihnen in Dortmund, ne? Im Theater, habe ich gehört. Ja, die hatten mir. Ja, nee, ich darf, weißt du, weißt du. Das ist der Kran, oder was? Ja. Das ist ja geil. Ja, also es geht hier um den Film Kreuzungen. Ich spiele den Vater Mike, eine ganz schöne und ja, ganz witzige Rolle. Viele gute Kollegen sind dabei. Claude Oliver Rudolphs, Uwe Rode, Uwe Wellensick, bekannt aus SK Kölsch. Ja, Valerie Schneider, Marc Philipp. Also wirklich ganz, ganz toller Cast und ich bin sehr stolz dabei zu sein. Ich kenne den Produzenten Bernhard Steinenkühler ja schon etwas länger und ja, so entstand dann irgendwann mal eine Geschichte. Hör mal, Dustin, mein Sohn, sagte dann Bernhard, dreht einen Film und hätte Bock darauf und ja, dann kam das Drehbuch und ich freue mich sehr, gerade auch besonders bei diesem Cast dabei zu sein und dann auch einer der Hauptrollen zu spielen, ja. So ein bisschen so tun, als würden wir hier gerade Anwälte machen. Okay, alles klar. Ja, pass auf, die Sonne scheint. Nein, wir können ja tatsächlich so ein bisschen durchgehen, was gleich so der Fall sein wird. Ich bin aber kurz vorstellen, dass hier du bist von deiner Rolle her ja derjenige, der bist so, ne, wenn das kleine Mädchen, in deinem Fall, in dem du so aus die Dame, so ein bisschen das innere Auge widerspiegelt. Nochmal zurück, oder was? Ja, nochmal nach rechts, okay.
Okay. Alles gut? Der Willi hier hinkommt. Ja? Okay, wir proben das mal durch. Einfach ganz locker. Seid ihr ready? Okay. Und bitte. Und alles klar da oben, ihr zwei? Servus. Ja, du tickst hier nicht, die junge Dame. Das ist hier Ruhrgebiet. Das ist aber ein Tschüss oder Tag. Oder Yo. Aber nicht Servus, wie bei FC Bayern, Schickimicki. Also das Ganze nochmal von vorn. Alles klar da oben, ihr zwei? Ja. Ja, gelernt, ne? Und cool da oben? Willi? Glaube ich jetzt nicht, oder? Glaube ich nicht, das ist ja schon ein paar Tage her mit uns, oder? Und immer noch auf dem schönen alten Privatplatz, wa? Alles klar. Komm, Lennart, wir hauen ab. Du weißt übrigens, dass ich dich immer bewundert habe, ne? Ich sehe ja nur täglich den ganzen Schrott hier und das Altmetall, was keiner sehen will. Aber du siehst was mit deinen Augen, was noch kein Mensch zuvor gesehen hat. Das ist bewundernswert, ist das. Also. Alles klar, keiner weiß Bescheid, ne? Tschüss. Pass auf das Mädchen auf. Ach so, ja, ich vergesse. Kein Ding. So, alles klar, Bescheid, ne? Bis später. Und pass mir schön auf das junge Mädchen auf. Alles klar, keiner weiß Bescheid. Danke. Ja, brauchst du auch nochmal. Ja, ich bin aus dem Ruhrgebiet und ich komme auch immer gern wieder zurück hier ins Ruhrgebiet. Und gereizt hat mich einfach so das Buch letztendlich erstmal. Ne? So. Die Geschichte finde ich ganz nett und finde es unterstützenswert einfach. Ich komme auch aus dem Ruhrgebiet, Duisburger, durch und durch immer noch. Ich wohne zwar jetzt in Krefeld. Und ja, und dieses Buch hat auch recht, ist das Gleiche. Und macht einfach Spaß, die Rolle ist schön. Und was hat Sie dazu bewogen? Ja, ich bin ja eigentlich Franzose, ich komme gar nicht aus dem Ruhrgebiet. Stimmt nicht. Ja, 50%. Ne? Nee, ich bin aufgewachsen in Bochum und ich finde, man muss den Nachwuchs unterstützen, weil schon so was Crazyes macht wie Filmstudieren, was ja wirklich keine Aussicht auf Erfolg hat später. Da muss man halt zumindest am Anfang unterstützen. Und ich habe halt genauso angefangen, auch mit Freunden, ohne müde Mark auf der Tasche. Ich habe damals mein Alpha noch bei der Westfalenmark in Bochum putigisieren lassen, um überhaupt meinen ersten Film drehen zu können. Und das tat mir einfach leid und deswegen muss man einfach dabei sein. Und wie schlägt er sich? Gut, prima. Also, was ich so bisher mitbekommen habe oder selbst erfahren habe, gestern bei meinem Drehtag, ersten Drehtag. Sehr schön, gut, professionell. Finde ich auch sehr sogar. Also, das ist ja nicht immer bei Kurzfilmen so, aber doch auch ganz tolle Bilder. Das Team ist richtig gut und die Schauspieler sowieso.